Hallo Leute, herzlich willkommen bei N-Modellbahn. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so ein Schaltpult baut. Viel Spaß! Ja, bevor wir mit dem Bau unseres Stellpults beginnen können, müssen wir erstmal den Gleisplan mit Hilfe von einem Grafikprogramm zeichnen. Hierfür habe ich CorelDRAW verwendet, aber ihr könnt auch jedes andere übliche Grafikprogramm einsetzen. Ja, zunächst habe ich in CorelDRAW mir solche Fältchen gezeichnet mit verschiedenen Gleiselementen, zum Beispiel hier Bahnübergang, dann einen Abschnitt mit dem Taster, den Lichtern für die Weichen, gerade Stück mit Signal und so weiter. Das habe ich so als Art Objekte zusammengefasst, so dass man das aneinander schieben kann. So kann man das eben mehrfach kopieren und hat dann relativ zügig solch ein Gleisbildstellpult aufgebaut. Manche Leute, das ist jetzt eine Geschmackssache, mögen es gerne mit diesen Unterteilungen, also wirklich, dass man solche Art Felder hat. Ich persönlich mag das nicht so. Ich habe dann später die Linien herausgelöscht, wie ihr unten sehen könnt. Das entspricht jetzt eigentlich dem finalen Layout, wie ich es dann später auch ausdrucken werde und zum Bau von dem Gleisbildstellpult verwende. Was noch wichtig ist, ich habe auch hier die Position der einzelnen Bohrungen eingezeichnet mit einem Zentrierkreuz. Was ich feststellen musste, ist, was schlecht ist, ist, wenn ihr die Löcher genau in dem Durchmesser oder die Kreise für die Bohrung genau in dem Durchmesser einzeichnet, wie dann letztendlich das Teil ist, das ihr einbaut. Sprich, wenn ihr zum Beispiel, ich in meinem Fall habe 3 mm LEDs verwendet und wenn ihr dann habe ich diese Durchmesser von den Kreisen für die LEDs etwas kleiner gezeichnet, weil nachher hat man dann ein recht großes Risiko, wenn ihr das ausdruckt und bohrt, dass eventuell man noch ein bisschen von eurem Markierung sieht, sprich zum Beispiel hier solche grünen Ränder und das sieht halt zum Schluss eher schlecht aus. Ja, dann geht es jetzt daran, das Ganze auszudrucken und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Ja Leute, jetzt habe ich den Plan oder die Zeichnung von meinem Stellpult auf DIN A4 Papier ausgedruckt mit einem ganz normalen Tintenstrahldrucker oder ihr könnt auch einen Laserdrucker nehmen und habe das dafür etwas kräftigeres Papier genommen, damit es ein bisschen stabiler ist und habe dann das Ganze mit Laminierfolie einlaminiert, damit es gegen Schmutz und Fingerabdrücke und so gegen Wasser geschützt ist. Das werde ich jetzt mit einem Skalpell ausschneiden und dann später wird das Ganze dann auf eine 2 mm Polystyrolplatte aufgeleimt. Die wird auch wiederum ausgeschnitten und über Nacht werde ich das Ganze trocknen lassen. Wie gesagt, wird jetzt das Ganze kommt es auf eine Polystyrolplatte von 2 mm Dicke. Jetzt mache ich das ganz einfach. Ich lege mir mein Gleispult an. Anzeichnungen. So. Zum Ausschneiden von dem Kunststoff verwende ich solch ein Messer. Das ist ein spezielles Messer, habe ich mal gekauft von der Firma Olfa. Das ist speziell zum Kunststoffschneiden. Es hat ein bisschen eine spezielle Klinge und damit kann man eigentlich Kunststoff recht gut schneiden. Was ich nicht möchte, ist einfach das Anritzen, was man so typisch sieht, und dann das Ganze irgendwie über eine Kante brechen, weil dann ist meistens die Kante nicht schön, wie soll ich sagen, senkrecht. Das mag ich nicht so.
So, sieht man, das hat eine wunderbare Schnittkante. Wie ihr sehen kann, das passt jetzt perfekt auf diese Kunststoffplatte. So, als, wie bereits gesagt, als letzten Schritt wird das Ganze jetzt mit Holzleim da drauf fixiert. So, jetzt habe ich das Ganze über Nacht mal trocknen lassen. Jetzt schauen wir mal, ob das was geworden ist. So, wie ihr seht, hat das wunderbar funktioniert. Es ist tiptop festgeklebt. Jetzt geht es daran, die Löcher für die LEDs und für die Taster zu bohren. Dafür werde ich zunächst die Löcher körnen mit einer Schraube oder mit einem Körner. Die LEDs haben einen Durchmesser von 3 mm und die Taster, dafür müssen wir einen Durchmesser von 7 mm bohren. So wie man jetzt sehen kann, das mit dem Bohren hat eigentlich gut funktioniert. Was ein bisschen schade ist, ist, wenn man das so rüber zeigt, es hat hier, lupft es immer etwas die Kunststoffbeschichtung. Das können wir aber dann später noch korrigieren mit einer kleinen Schlüsselfeile. Wie gesagt, leider hat es hier immer ein bisschen das Kunststoff hochgezogen beim Bohren. Das machen wir jetzt so. Ich tue das einfach mit dem Fingernagel wieder ein bisschen flach drücken. Und dann nehmen wir ganz einfach hier solch eine feine Schlüsselfeile und dann tue ich die Löcher noch ein bisschen säubern mit der Feile. Ja, nachdem wir jetzt die Löcher für die LEDs gebohrt haben, geht es daran, die etwas größeren Löcher für diese Drucktaster zu bohren. Der Drucktaster hat einen Durchmesser von 7 mm. Ja, dann habe ich zunächst mal ein paar Probebohrungen mit dem handelsüblichen Spiralbohrer, den wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat, mal gemacht. Und wie man sehen kann, war ich nicht so erfolgreich. Die Löcher haben größtenteils sehr stark ausgerissen. Als Alternative bin ich dann darauf gestoßen, dass man eigentlich solch einen Stufenbohrer, weil ich weiß nicht genau, wie man den nennt, aber solch einen Bohrer verwendet. Und da sieht das Ergebnis natürlich schon deutlich besser aus, wie ihr hier sehen könnt. Hier sind die Löcher nicht ausgefranst im Vergleich zu dem. Und das werden wir jetzt mal machen. Wie ich finde, sieht das Ganze doch jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, wie ihr seht, habe ich die Löcher für das Steuerpult, für die Schalter und LEDs bereits in den Rahmen gebohrt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt die Polystyrolplatte mit den bereits vorgebohrten Löchern für die Schalter und LEDs, fixiert sie am Rahmen, nehmt einen Bleistift, malt alle Löcher an und dann könnt ihr entsprechend der Durchmesser von den Schaltern etwas größer die Löcher in den Rahmen bohren. Dann noch ein bisschen entgraten, schön sauber schleifen und zum Testen, ob alles passt, habe ich schon mal die Schalter festmontiert und dann die Platte probeweise fixiert. So, im nächsten Schritt geht es darum, die LEDs einzukleben für die Signale, die Weichenpositionen und die Drucktaster zu montieren. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt zu meinem Basteltisch gegangen. Jetzt geht es darum, die einzelnen LEDs und die Schalter in das Schaltpult einzubauen. Ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen. Ich verwende hier als LEDs 3 mm LEDs in der Farbe
Rot, Gelb und Grün. Die gelben LEDs werden hier eingebaut, wo die weichen Positionen dargestellt werden soll. Grün und Rot für die Signale. Und zum Bedienen der Signale und der weichen verwende ich ganz normale Drucktaster in den Farben Rot und Grün. Die LEDs werde ich ganz einfach hier reinstecken und mit handelsüblichen Kunststoffkleber von dem namhaften Hersteller Vollmer oder von, es gibt auch von Uhu, einfach ein bisschen einkleben und dann sollte das eigentlich halten. Die Drucktaster werden ganz einfach mit Muttern eingeschraubt. So, jetzt bauen wir das Ganze mal in die Anlage ein. Schön vorsichtig. Ja, so sieht es doch tiptop aus. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Taster, alles einmal frei. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, so ein Schallpult zu bauen. In einem weiteren Video, das in den nächsten Wochen folgen wird, werde ich euch dann zeigen, wie ich die Weichensteuerung mittels Arduino programmiert habe. Die Idee ist eigentlich, dass man über Start-Ziel-Taster die entsprechenden Weichenstraßen schalten kann und die gestellte Weichenstraße mittels der LEDs angezeigt wird. In einem weiteren Zukunftsschritt wird es dann darum gehen, die Signale direkt über einen Arduino zu steuern. Meine Idee ist es eigentlich, zur Ansteuerung von Flügelsignalen Servos einzusetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder abonniert unseren Kanal. Wenn ihr noch mehr über unsere Modellbauprojekte erfahren möchtet, dann geht auf unsere Internetseite www.nmodellbahn.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Nmodellbahn-Team.